Einen wunderschönen 16. Dezember. Ich bin jetzt so an einem Punkt angekommen in dieser Videoserie, wo das so eine Selbstverständlichkeit angenommen hat. Es läuft so ein bisschen von alleine. Es ist so ein Brauch, den man morgens tut und dann fühlt man sich gut. Es gehört irgendwie zum Tag dazu. Und im Moment hat man so das Gefühl, was ich unterdrücken muss, dass ich das ewig weitermachen will. Dass ich es nicht aufhören sollte. Ich weiß, das wird sich in ein paar Tagen ändern und dann bin ich sehr froh, am 24. Strich drunter zu machen und zu sagen, 24 Tage im Dezember 2022 Edition ist beendet. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sprechen heute über ein Akku-Pack. Und diesmal hat die Ehre von Banks. Ein On-Go-Powerbank, MagLab heißt das Ding. Und es gibt es in verschiedenen Farben. Und ich glaube, zu jeder kleinen Videoserie gehört so eine mobile Powerbank, so ein Akku für unterwegs. Der ist einfach, der muss dabei sein. Und dieses Jahr ist es dieses Modell. Und es sieht wahrscheinlich nicht zufällig genauso aus wie Apples externe MagSafe-Battery. Nur nicht in weiß, sondern in schwarz. Und mehreren Farben. Das gibt es auch in einem Pinkton und so pastellartigen Tönen. Man kann da so ein bisschen seinen Geschmack, die kann man freien Lauf lassen und ausleben sich da so ein bisschen. Hat 5000 mAh. Das ist so diese kleine Rucksackbatterie, über die viel diskutiert wurde, wie sinnvoll die ist. Ich finde die extrem sinnvoll, weil ich so ein Battery Pack nicht dauerhaft am Telefon haben möchte. Ich möchte den kurz aufstecken, dann das Telefon noch bedienen können und dann auch wieder abziehen und dann über USB-C aufladen. Diese USB-C-Schnittstelle, die hat auch die Möglichkeit, dann Kabel einzustecken und dann die andere Seite vom Kabel an so ein iPad zu koppeln und dann zieht sich das iPad aus dieser Powerbank Strom. Wie gesagt, nicht so viel, aber dadurch hält man den Formfaktor auch klein. Und man wirft ihn einfach drauf. Der Magnet ist super stark. Jetzt, das wäre eine super Demonstration, wenn mir das Telefon runterfällt. Man kann das Telefon, man kann den Akku am Telefon greifen und das Telefon fällt nicht runter. Der Akku ist ernsthaft stark und das bringt natürlich was, wenn man ihn einfach so drauf wirft. Und dann hält er am Telefon. Kabelgebunden gibt es ein bisschen mehr Saft aus dem Akkupack als kabellos. Das ist allen Akkupacks so ein bisschen gleich. Das ist kein schnelles Aufladen, aber das ist mal um zwischendurch, wenn man unterwegs ist vielleicht, so ein bisschen Power in sein Telefon zu pumpen. Das ist von Banks, ein sogenannter MagClap, eine On-Go Powerbank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's am 17. Dezember genau an dieser Stelle weiter.